Technik auf Activi News, die ich verwende. Ich habe euch ja das letzte Mal mein Mikro, das SmartLav Plus von Rode vorgestellt. Und heute mein alter Freund hier, die Canon Legria Mini X. Diese Kamera ist die, mit der im Prinzip die ersten eineinhalb Jahre alle Videos auf Activi News gestaltet wurden. Das erste Jahr war noch sehr viel freihändig dabei, bis ich dann angefangen habe, nach ein paar Monaten das Ganze über ein Stativ zu machen, weil sich ja Leute auch zu Recht letztlich über das ein oder andere Wackeln beschwert haben. Trotzdem, diese Kamera ist wegen ihres handlichen Formates und wegen des Fischaugenmotivs, man kann hier ohne weiteres aus 30 cm Entfernung einen sehr breiten Winkel aufnehmen, der sehr guten Aufnahmemikrofone und wegen der Handlichkeit und wegen dieses hier vorhandenen Monitors die Kamera sehr gut verwenden. Die Bildqualität ist ja, aus meiner Sicht mehr als überzeugend. Ihr könnt eben alle älteren Videos auf Activi anschauen, die offensichtlich unterwegs gemacht wurden, sind alle hier mitgefilmt. Und ich möchte diese Kamera nicht missen. Natürlich füllt sie nicht den Profibedarf, den man bisweilen mal haben möchte. Sie hat aber immerhin einen Mikrofonanschluss, einen Kopfhöreranschluss. Man kann den Mikrofonregler hier gesondert bedienen. Man hat einen HDMI-Anschluss hier. Es ist ein tolles Gerät, insbesondere für Vlogs, wenn man einfach Geräte anschaut oder sich selber eben beim Zusammenschrauben filmt, wenn man in Betriebe reinschaut, wenn man Interviews schnell und handlich mit mehreren Leuten filmen möchte, etc. Sehr tolle Kamera zum sehr angemessenen Preis. Natürlich nichts für den Profibedarf, aber jedenfalls ein sehr handliches Teil, auch für Kinder geeignet, für alle, die in das Thema einsteigen. Wer sich dafür interessiert, wie immer unten in der Kommentarbox findet ihr einen Link zum Produkt. Ich würde mich freuen, wenn ihr dieses Video teilt und liked und mir mitteilen wollt, wie es euch gefallen hat. Wir sehen uns. Bis dann. Servus.